Also gut, es hat ein bisschen gedauert, aber ich würde sagen, oh, das Kabel ist viel zu kurz. Es ist Zeit, ein bisschen Pokémon Stadium zu spielen. Der erste Teil, der absolute Klassiker. Ich musste mein altes N64 dafür rauskramen, um das Spiel zum Laufen zu bekommen. Modul vorhanden, yeah. Ich glaube, man will Pokémon Stadium machen. Glaube ich. Was wollen wir denn am besten machen? Stadion, Kids Club, Siegespalast, Pokémon Labor, Arena Leiterburg. Arena Leiterburg ist eigentlich ziemlich lahm, oder? Ich will nicht mit dem Minispiel anfangen. Wir machen Stadion. Level 50 bis 55, 15 bis 20, 1 bis 100. Oh, hier kann man auch, wollen wir einen Minicup machen? Level 25 bis 30. 30 bis 50. Also, es gibt kein 30 bis 50. Wir machen 25 bis 30. Was sind die Regeln? Wir fangen einfach an. ich brauche Leih-Pokémon. Ah, wie kann ich die nochmal anschauen? Okay. Ich verstehe. Glumanda kann Feuersturm. Wen wollen wir am besten alles dazu nehmen? Ich vermute, man hat hier nur Pokémon, die nicht entwickelt sind. Was ist dieses Moveset? Schwinge dich ins Team, Dratini. Oh mein Gott, Carpador. Platscher und Tackle, klassisch. Nur süße Pokémon stand da. Yo, Kabuto mit Eisstrahl. Die süßesten aller Pokémon. Knochenkeule. Oh, die haben potente Angriffe. Nebulak leider nicht. Krabby. Surfer. Oh mein Gott. Warte, was kann Abra? Psycho war damals super stark. Leider nur Psywelle. Anton? Mimikry, Megahieb, Überroller. Ich will nicht so viele Angriffe haben, die... Surfer und Hypnose. Stark. Absolut stark. Der Smash-Faktor hat keinen Einfluss auf meine Auswahl. Schaufler und Steinhagel nehmen wir ebenfalls mit. Los geht's! Gewinnen wir den Baby-Booby-Cup. Käferfreak. Zeig, was du drauf hast, Käferfreak. Oh, ich muss 3 Pokémon auswählen. Dratini ist gut gegen Käfer. Ich habe nicht wirklich viel, was gut gegen Käfer-Pokémon ist. Kann das sein? Ich habe sehr viele Wasser-Pokémon generell mitgenommen. Okay. Versuchen wir es. Dicta ist jetzt auch nicht so gut gegen... Passt die Lautstärke eigentlich? Das ist wichtig, dass ihr das hört. Ich glaube, ich sollte ein bisschen lauter machen, oder? So, welchen Angriff machen wir? Wir machen Feuersturm, los geht's! Komm schon. Oh, der Feuersturm! Rapplami, du hast das falsche Pokémon gewählt. Oh, absoluter Hit. Der Kommentator ist fantastisch, der ist am wichtigsten. Ich habe noch nie Pokémon Stadium gespielt. Gibt es auch einen Story-Modus? Nein. Pokémon Stadium sind nur Kämpfe. Vaio. Es sind nur Kämpfe und zusätzlich kann man halt noch... es gibt noch ein paar Minispiele, die ziemlich spaßig sind. Aber prinzipiell nicht. Ich würde sagen, wir... Wollt ihr mal den nervigsten Angriff aller Zeiten sehen? Wollt ihr den nervigsten Angriff aller Zeiten sehen? Dann mache ich nämlich mal Wickel. Pass mal auf. Wickel in diesem Spiel, beziehungsweise dieser Generation. Oh, und jetzt? Es kann sich nicht bewegen. Oh, kann ich jetzt eigentlich weiter angreifen?
so. Was nicht so ist bei Wickel für Ewigkeit nichts. Oh ja, die Attacke dauert weiter an. Was passiert jetzt? Der Wickel. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Brandheißer Kampf. Die Attacke wird fortgesetzt. Was ist das? Ihr dürft gerne zugeben, dass es der spaßigste Angriff ist. Feuersturm. Hält Wickel noch an? Attacke dauert noch weiter an. Was geht ab? Was geht ab? Ja, ein Treffer. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Die Erde bebt. Gott, Wickel war so ein fürchterlicher Angriff. Oh mein fucking Gott. Eine sehr effektive Attacke. Oh, ist das das Ende? Der Wickel war aber ziemlich effizient. Das ist das Problem an dem Wickel. Er ist super nervtötend, aber er ist halt auch stark. Gefühlt sind die Modelle viel besser als bei den aktuellen Pokémon-Spielen. Die Models sind nicht besser, aber sie sind halt richtig animiert. Oh mein Gott, schon wieder ein Pflanzen-Pokémon. Käferfreak, du Versager! Du kannst nicht einfach ein Fensagno... Oh, und da jeder Feuersturm trifft. Dratini. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt der Rankenhieb. Die Animationen waren halt ziemlich spaßig von den Stadium-Spielen. Und der Kommentator natürlich auch. Ich würde sagen, wir beenden es mit einem direkt vom Olymp. Donner. Sag es. Oh mein Gott. Wow, auf die Bretter! Da bekommen wir noch direkt Lust, einen Dark Souls No Hit Run zu machen. Weißt du, warum die Namen so verdreht waren in Pokémon Stadium? Damit man erkennt, welches das eigene Pokémon ist und welches vom Gegner ist. Das heißt ja, die Computergegner haben immer. Lass mich mal eben das Kabel. Oh Gott. Shit, Moment. Die Computergegner haben immer die verdrehten Namen. Direkt vom Olymp. Oh, der hat ein paar geile Pokémon bei sich. Batsu, Tanret und Todit. Wen setze ich am besten ein? Ich denke, wir starten mit Dicta. Gehen dann über Kabuto und beenden es mit Dragosso. Für einen Kampf erwartet uns wohl. Die zweite Runde beginnt. Toadette mag ich mehr als Todit. Toadette kann die Schnauze halten. Sagen wir es, wie es ist. Steinhagel oder Schaufler? Schaufler ist Stab. Wir schaufeln los. In Kampfposition. Ziemlich Boden- und steinlastig. Ja, aber das Team von meinem Gegner ist ziemlich eher normaltyplastig. Das heißt, mit der Gesteins-Pokémon bin ich relativ gut dabei. Es gräbt sich in den Boden. Es gräbt sich in den Boden. Reißt die Zuschauer mit. Schaufler. Das war ein Wunderpunkt. Schaufler hat den Gen 1 Stärke von 100. Was? Oh, die Pokémon sind langsam vom Level her höher als ich. Zambisa. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Was mache ich am besten? Wir schaufeln nochmal, wenn er so stark war. Wir sagen, ist sowieso vom Typ Pflanze und Gift. Das heißt, der Schaufler sollte neutral sein. Oh, der Egelsamen! Egelsamen! Leider daneben. Ein sehr rasanter Kampf. Gott, ich liebe den Kommentator. Wow! Oh nein, Egelsamen. Damit ist mein Dicta raus. Ja, ein Treffer. Nein, Dicta wurde bepflanzt. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Zerschneider, bring es zu Ende, Sie Dicta. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Was? Z
Zerschneider ist daneben ge... Oh mein Gott. Das ist Gift, Bruder. Ja, es funktioniert. Ein wahres Spannungsfeuer. Ich habe ein Problem. Steinhage, los. Triff. Wenn Steinhage nicht trifft, habe ich ein Problem. Vorsicht, Steinhagel. Ein guter... Wie kann Zerschneider verfehlen? Ich glaube, Zerschneider hat keine 100er Trefferquote, aber auch wenn es eine 100er Trefferquote hat, dann hatten die Angriffe damals eine Chance von 1 zu 255, dass sie trotzdem daneben geht. Das war so Generation 1 Ding. Das habe ich am Freitag nachgeschaut, nachgeschlagen, weil ich ein bisschen an dem Skript für ein Video über die Stadium-Reihe geschrieben habe. So, Ditto wird Dicta kopieren und damit machen wir es dann Kabuto. Hoffe ich. Oder wir ziehen es vorher zurück. Das Pokémon geht in seinen Pokéball zurück. Das Pokémon geht in seinen Pokéball zurück. Oh nein, der Wandler. Wow, Toadit. Ich glaube, ich surfe einfach. Die Kämpfer, oh, wir surfen los. Ein harter Treffer. Lass es Dragosso kopieren. Ich glaube, es sollte sowieso egal sein, was, zu was das Ditto wird, weil das Ditto müsste sehr viel niedrigere Stats haben als Kabuto. Was passiert jetzt? Mitten ins Schwarze. Nicht sehr effektiv, aber Volltreffer. Autsch. Autsch. 10 nach unten war... Hey, warum bist du schneller jetzt als ich? Was geht ab? Was geht ab? Oh, wir können auch einen Surfer machen. Alles gut, Jungs. Ditos Wandler kopiert immer die Stats des kopierten Pokémon. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, Ditto behält seine Shit-Stats. Deswegen dachte ich, dass Ditto auch immer echt schlecht ist. Oh, das war's schon. Das war kein schwerer Kampf. Der Teenager wurde besiegt. Extra Continue. Wer ist unser nächster Gegner? Oh, das sind quasi schon zwei Orden. Okay, die haben alle eine Botenschwäche soweit. Was ich interessant finde, ist, dass die gegnerischen Pokémon meistens ein Aussehen, Farbe haben, das so nicht in anderen Pokémon-Spielen vorkommt. Ach so, diese, oh ja, jetzt, ich sehe es gerade da unten auch. Oh ja, sie haben eine leicht andere Farbe geformt, bei Onsmog sieht man es ganz gut. Wir fangen mit Dragosso an, gehen dann über Kabuto und beenden es mit Krabi. Sofern eins meiner Pokémon diesmal besiegt wird, aber wir werden sehen. Oh Gott! Ugh, das rote Smogon, das gefällt mir nicht. Was hat das gerade für ein Elefantengeräusch gemacht? Knochenkeule! Sie halten sich mit Drohgebärden an. Warum so traurig, Dragosso? Wow. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Trifft Knochenkeule öfter als einmal? Nein. Nein! Das war das große Finale! Das große Finale! Dragosso hat's überlebt. Auf die Bretter! Der Kampf beginnt actiongeladen. Ich meine, das war sehr actiongeladen. Ich denke, es war ein dummer... Knochenmarang trifft zweimal. Was ich habe, ist Knochenkeule oder sowas. Oh, das Kleinstein ist auch eher bläulich. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Oh ja, Knochenkeule ist gleich der Knochenmarang. Los, Knochenkeule, Dragosso. Gegen Steinklein. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Wow, es ist explodiert. Will mich eigentlich verarschen, oder so? Wow, du kannst nicht gewinnen, wenn du deine ganzen Pokémon in die Luft sprengst. Bist du dumm? Beide gehen durch. Ein Doppel-K.O. Ein Doppel-K.O. Wir holen Krabi rein. Der Suicide Squad. Trinkfrei für Krabi. Oh, interessant, dass auch die Pokémon-Rufe anders sind in dem Spiel. Ball-Volto. Oh nein, Ball-Volto. Der aktuelle Stand
Die Luft brennt vor Spannung. Pass mal auf. Wir machen Schwertanz und dann Stärke. Ultraschall macht 20 Schaden. Damit kann ich leben. Was passiert jetzt? Der Trainer ist echt in der Needbomber. Oh ja, warte. Voltebeil ist auch ein finale Pokémon. Yes. Und jetzt die Stärke. Ich weiß, Giotine ist auch verlockend, aber Schwertanz und Stärke, komm schon. Was ist das? Ja, ein Treffer. Und die Stärke. Zeig, wie stark du bist, Krabby. Die Macht der Stärke. Das hat gesessen. Oh, das hat gesessen. Keine Chance zu überleben. Nicht mal fast. Der Kampf ist vorbei. Yes. Das ist absolutes Metagaming. Ich game dann mal noch einen Meta, wenn es okay ist. Aber wir haben einen Pokémon verloren. Das ist ein absolut neuer Rekord. Dieser Streber. Der Donnerorden. Giotine trifft auch bei schwächeren Pokémon. Bei Gleichstand ist die Initiative wichtig. Oh nein, Wasser. Dratini hatte Donner. Krabby mit Schwertanz und Stärke wäre gut. Krabby sollte auch gegen die Wasser-Pokémon okay sein. Die Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. Tatsächlich hatte im Stadium alle Pokémon, deren Silben vertauscht waren, eine andere Farbe. Wenn du über Edition gespielt hast, waren die dann auch andersfarbig. Du meinst, wenn man sie dann, wenn man zum Beispiel ein Macholo in Pokémon Rot und Blau gefangen hat, man hat es dann Choloma genannt. Und dann, wenn man damit es auf Pokémon Stadium überträgt, dann wäre es auch in einer anderen Farbe. Versuchen wir Donner. Oh, Dratini hat die göttliche Trefferquote bisher. Das hat aber nicht mal die Hälfte abgezogen. Wir haben eventuell ein Problem. Volltreffer? Oh nein. Wickel. Oh nein. Ich habe es damals so gemacht, andere Spitznamen waren normal. Okay, das ist relativ interessant. So, wie viel Schaden wird Wickel machen? Ein sehr rasanter Kampf. Ich glaube, ich werde danach eine Donnerwelle versuchen. Karateschlag war ein Gen 1, was immer ein Volltreffer. Was nun? Wahrscheinlich hat die Kampf-Pokémon generell eine relativ hohe Initiative und Volltrefferquote hängt ja von der Initiative ab. Der Kampf wird immer intensiver. Der Kampf wird immer intensiver. Die Attacke dauert weiter an. Ich hasse Wickel so sehr, aber es ist ein effizienter Angriff. Ich kann mir da nicht helfen. Was soll ich denn sagen? Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Die Erde bebt! Oh nein. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ein Pokémon-Wechsel! Das ist gut. Ich setze nämlich Donnerwelle gerade ein. Ist das dein fucking Ernst? Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Wie wird es sich wohl schlagen? Was passiert jetzt? Geht Wickel plus Vergiftung? Ich denke. Tangela könnte dafür dann vielleicht interessant sein. Direkt vom Olymp. Donner. Warum setzt du Dorkapa ein? Ja, das ist jetzt ein Schocker. Außer von Deserino, 14 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Ich meine, das ist ein geschenktes Pokémon an dem Punkt. Per se! Okay, ich denke, wir donnern direkt richtig rein. Wenn die Pokémon richtig rein donnern, sollten wir gewinnen können. Ein guter Treffer. Einfach keine starken Pokémon, die ihr hier gerade einsetzt im Baby-Booby-Burger-Modus. Ich habe gerade den Faden verloren zwischendurch. Warum geht doch nicht daneben, Donner? Nur weil du eine 75er Trefferquote hast, aber ich überlebe noch einen Sternschauer.
ein guter Treffer. Gäbe es in Pokémon auch die griechischen / römischen Götter? Ich glaube nicht. Perfekter Treffer! Beide Pokémon sind erschöpft. Ich glaube, ich werde Dratini leider verlieren an dem Punkt. Ein Sterntower. Es gibt Arceus. Du schreibst das ganz komisch. Ich glaube, er heißt Arceus. Oh! Oh nein! Oh, die Todesanimation von Dratini war fantastisch. Quapsel? Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon Psybälle. Schädelwurm ist ein unfassbar nutzloser Angriff. Es setzt Psybälle ein. Oh, schau ich das an. Rums! Ein Treffer! Nur noch ein Pokémon ist übrig. Die Befehle wurden erteilt. Mach Rollo, oh, schaut euch den an, wie er flext. Ich denke, ich versuche mein Glück mit der guten alten Psybälle. Schädelwurm ist besserer Solarstrahl. Das ist einfach nicht wahr. Solarstrahl kannst du, wenn Sonntag ist, einfach die Ladeanimation skippen. Wenn Schädelwurm einfach nur Shit ist. Aber wisst ihr was? Wir machen trotzdem Schädelwurm. Ich will sie mal sehen. Es zieht seinen Kopf ein. Damit sie... warte mal, steigert man überhaupt die Verteidigung in dem Spiel, wenn man das macht? Natürlich ist es ein Volltreffer. Es ist immer ein Volltreffer. Beide Pokémon scheinen schwach zu sein. Na, du bist schwach? Mein Pokémon ist nicht schwach. Schädelwurme! Ein guter Treffer. Es ist am Boden. Wenn ihr einen Quapsel seht, das so auf euch zugerannt kommt, lauft. Lauft. Hat Schädelwurm aber auch schon in der Generation die Verteidigung erhöht? Bin mir nicht mal ganz sicher. Davon wird nämlich nichts angezeigt. Ich habe schon deutlich mehr Pokémon verloren. Das ist nicht gut. Außerdem von Hip-Uli. 5 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Wir haben die Hälfte überstanden. Wer kommt als nächstes? Normal beziehungsweise Psycho, aber hauptsächlich normal. Das heißt, ich starte mit Kabuto. Wechsel dann zu Dicta und... zu Dratini, denke ich. Dratini ist immer ganz gut. Jetzt geht's rund. Warum? Gibt's problematischen Gegner? Uff, Pummel! Uff. Ich denke, der Surfer wäre sehr effizient. Oh, Uff, Pummel ist auf Level 27. 106 KP! Oh, wir haben mit einem Angriff nicht die Hälfte geschafft. Psychokinese? Als ob Pummel auf Psychokinese lernen kann, wollte mich verarschen. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Ja, ich spiele gerade den Baby-Booby-Burger-Modus-Cup. Deswegen sind keine Weiterentwicklungen. Erfrischend Eisstrahl. Oh, der Volltreffer. Oh, Kabuto! Absolute Legende! Absolute Legende! Aus dem Fett auf 34 Monate. Resub, vielen, vielen lieben Dank. Quapsel ist ein bisschen nervig. Das heißt, ich glaube, ich ziehe mich zurück. Ich wechsle auf Dratini. Ich wechsle auf Dratini. Und dann werden wir richtig reindonnern. Es gibt auch noch einen Super Baby Booby Burger Modus. Ich denke nicht in dem Spiel. Es gab Generation 1 noch keine Baby Pokémon. Muss man sagen, dass der Baby Booby Mann Angst hat vor wahren Arena-Leiter. Das stimmt nicht, das sind wahre Arena-Leiter. Schau ihn dir doch an.
wie er mit seinem Quapsel dasteht. Absolut beängstigend. Eisstrahl! Oh oh. Volltreffer? Au! Wir warten auf das nächste Pokémon. Oh, das ist nicht gut. Ein Pokémon wechselt den an. Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nichts. Bodycheck? Oh nein. Was passiert jetzt? Was muss das auch ein Volltreffer werden? Ein kraftvoller Angriff. Was? Leider daneben. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Oh, ich bin so tot. Ja, ein Treffer. Ich bin so tot. So sieht es aus. So sieht es aus. Oh, Kabuto lebt noch. Danke für deine Dienste, Kabuto. Danke für deine Dienste. Geh daneben. Komm schon. Nein. Noch habe ich nicht verloren, okay? Ich habe noch ein Pokémon übrig. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Das ist ein Dickter. Und Dickter sollte schneller sein als Quapsel. Ich meine Cellquap. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Der Kampf geht weiter. Wir schaufeln. Sie begegnen sich in Kampf. Yes! Yes! Es gräbt sich in den Boden. Oh mein Gott, komm schon. Wenn wir Quapsel direkt erwischen, sollte es reichen. Es hat doch nur noch 28 KP. Das schaffst du doch, Dickter. Wirklich nichts. Komm schon. Yes! 1 gegen 1. Quapsel geschlagen. Okay, letztes Pokémon. Letztes Pokémon. Abrus? Abrus hat keine hohe Verteidigung. Warum Abrus? Ich meine, ich muss Schaufler machen. Oh mein Gott, yes. Sollte hinhauen. Abra hat keine hohe physische Verteidigung. Warum nicht Bra-A? Das ist die Frage. Abrus. Komm schon. Komm schon. Yes! Mit einem Schlag besiegt. Kampfende. Oh, und ihr habt gedacht, ich werde verlieren. Ihr dachtet, ich würde verlieren, aber Dickter. Dickter hat's rausgeholt. Was für ein Pokémon. Da ich fast schlechtes Gewissen, es nur auf neutral gepackt zu haben. Kampf Nummer 6. Das ist eine gesunde Mischung. Das ist eine gesunde Mischung. Ich denke, wir brauchen Dickter. Ich habe mit Tratini angefangen, dann brauchen wir Dickter noch. Und als letztes, ich glaube, ich würde Kabuto wieder machen. Einfach, weil der Eisstrahl hilfreich sein kann. Das Feld lichtet sich langsam. Wir sind in der 6. Runde. Fehlen noch Kanalwetten auf Sieg oder Niederlagen. Ich habe bisher, ich nur gewonnen. Oh... Ein Mandaglu. Pass mal auf. Ich denke, ich werde einfach zu Kabuto wechseln. Ich denke, Kabuto, doppelte Resistenz gegen Feuerangriffe, wird sich besser gegen Mandaglu schlagen. Vor allem hat Kabuto Surfer. Silberblick. Silberblick habe ich irgendwann damals zum ersten Mal im Anime gesehen. Ich dachte mir, oh, Silberblick ist so ein gefährlicher Angriff. Die fauchen einen
Und dann habe ich ihn im Spiel gesehen und dachte mir, oh, Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Raserei. Was ist das? Oh, Mandaglu. Viel Erfolg mit deiner Raserei. Viel Erfolg wünsche ich dir. Von ganzem Herzen. Oh, es ist vorbei. Oh, ich liebe diese Animation aus dem Spiel. Welches Pokémon wird nun Silberblick hatte einen absolut beängstigenden Soundeffekt in Generation 2. Dicta! Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementen. Eisstrahl! Heuler, okay. Ein schauriger Heuler. Ein schauriger Heuler. Ich bin gerade froh, dass die Gegner einfach die dümmsten Angriffe überhaupt machen. Heuler und Silberblick. Oh. Der Surf hat wahrscheinlich gereicht, um zu killen. Machen wir noch einen Eisstrahl. Gönnen wir uns noch was. Warum kannst du überhaupt Kratzer? Und warum setzt du ihn gegen einen Gesteins-Pokémon ein? Bist du dumm, Pfadfinder? Es ist am Boden! Okay, noch ein Pokémon. Ich würde sagen, den Kampf haben wir soweit in der Tasche. Ich denke, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Ilomagnet? Ich denke, ich surfe einfach mal rein und schaue, was passiert. Sehr einseitig. Der Surfer sollte ganz gute Arbeit leisten. Nicht so gut, wie ich erhofft hatte, ehrlich gesagt. Donnerblitz? Der tut weh. Au! Auf die Bretter! Welches Pokémon wird die Arena betreten? Dicta wird die Arena betreten, ganz offensichtlich. Und damit werde ich den Sieg nach Hause holen. Ringfrei für Dicta. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Schaufler. Habe ich mit Dicta jemals was anderes als Schaufler gemacht? Es gibt nicht welchen Grund. Der Schaufler ist halt, der Schaufler ist ziemlich gut. Was geht ab? Direkt vom Olymp. Donnerblitz. Ich hoffe so sehr, dass sie irgendwann einen neuen Teil für die Switch machen. Und was, wenn der neue Teil für den Nachfolger der Switch kommen würde? Wirst du es dann immer noch hoffen? Seltsam darüber nachzudenken, dass die Switch an dem Punkt eigentlich auch schon so alt ist, dass eigentlich schon die nächste Konsole kommen sollte. Üblicherweise hat Konsolen immer einen 5 Jahre Lebenszyklus. Und den hat die Switch bereits erreicht. Okay, noch zwei Trainer. Minicup-Halbfinale. Göre! Auch Göre hat eine große Schwäche gegen Bodenangriffe, sehe ich direkt. Das heißt, wir starten mit der Dicta. Dratini ist halt auch immer gut. Mir fällt schwer, was anderes, ein anderes Team als Dicta, Dratini und Kabuto zu wählen, ehrlich gesagt. Dieses 5-Jahre-Zyklus hast du aber eigentlich schon seit Xbox 360 PS3-Ära nicht mehr. War die PS4 nicht auch bei 5 Jahren oder so? Aber ja, kann gut sein. Wir schaufeln. So. Man könnte einfach ein Stadium Mode in Gen 9 einbauen, wo man online Trophäen kämpfen kann. Sie könnten generell einen neuen Stadium-Teil machen. PS4 kam 2013, PS5 2020. Au. Oh. Was ist das? Evolus? Risikotackle Evolus? Nein! Das tut so weh. Oh mein Gott! Oh, ist auf Level 30. Warte, hat sich nicht mal... Warte, warum hast du dir... Verletzt man sich nicht selbst, wenn man den Gegner killt damit? Ist das eine Sache? In Generation 1? Ich habe das Gefühl, es hätte Schaden nehmen sollen.
beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen. Oh Gott. Was? Oh, Top Team. Nein! Ich will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Ein kraftvoller... Gute Sache ist, dass Toxin in Runde 1 nur irgendwie ein 16. der KP abzieht. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch einen Surfer machen. Dieses Evoli ist ein Problem. Seht ihr, er hat gerade mal 3 KP Schaden gemacht. Und wenn ich auswechsle, wird das Toxin zu normalem Gift. Das heißt, wir können noch einiges rausholen. Oh, genau. Oh, dieses Evoli ist so anstrengend. Verfehlt. Verfehlt. Was passiert jetzt? Man kann es spüren. Es hat geklappt. So sieht es aus. Oh, Volltreffer! Kabuto, du Biest! Oh mein Gott. Okay, Evolus ist besiegt. Pokémon wird die Arena betreten. Weil ich einen Gegner besiegt habe, nehme ich auch keinen Giftschaden, oder? Uff, Pummel. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Die Frage ist, will ich wechseln? Ich glaube, ich muss rauswechseln wegen dem Toxin. Der Trainer wechselt das Pokémon. Und dann werde ich direkt Donnerwelle machen. Ich denke, wenn ich direkt die Mega-Kick... Ein harter Treffer. Ich mag es, dass ich so aufpustet wie in Smash Bros. Okay, wir machen die Donnerwelle. Und danach ist schon mal alles entspannt. Wenn die Donnerwelle getroffen hat, müssen wir uns nicht mehr so viele Sorgen machen. Es ist paralysiert. Es ist vollständig paralysiert. Yes! Sich wirklich nicht. Machen wir Feuersturm. Feuersturm hat mich bisher noch nie im Stich gelassen. Im Vergleich zum Donner. Hier ist der Angriff. Das hat gesetzt. Nicht so viel Schaden, wie ich mir wünschen würde, leider. Warum kein Pummeluff Blizzard? Warum kein Pummeluff Blizzard? Wollt ihr mich verarschen? Ein sehr rasanter Kampf. Sie begegnen sich in Kampfposition. Was soll Pummeluff überhaupt Blizzard lernen kann? Wie kommt denn das? Eine sehr effektive Attacke. Es ist am Boden. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Ich habe das Gefühl... Es fällt mir schwer, nicht daran zu glauben, dass das Spiel ein bisschen böswillig meine Angriffe daneben gehen lässt. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Ah, Surfer halt. Der Kampf geht weiter. Wenn Ofpummel jetzt paralysiert ist, deswegen nichts machen kann, dann sind wir noch im Spiel. Aber wenn es was macht, dann habe ich ein Problem. Macht aber mehr als die Hälfte Schaden. Gute Sache ist, dass wir das Pummeluff jetzt besiegen. Der Arena-Fight geht weiter. Pokémon Stadium ist allgemein sehr unfair ohne eigene Pokémon. Yeah. Die Edition, die ich da habe, haben wir leider keine Batterie mehr. Die muss ich irgendwann noch austauschen. Noch haben wir nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren, okay? Wir haben noch nicht verloren. Es könnte nämlich ein Pokémon sein, das vielleicht wegen, dass ich einen guten Angriff habe. Jungs. Wir haben noch nicht verloren, okay? Wir haben noch nicht verloren. Es ist noch nicht vorbei. Es klebt sich in den Boden.
Wie kommt denn das? Scheinbar hat Vulpix Schaufler. Der Kampf wird immer intensiver. Der Kampf wird immer intensiver. Vor allem nehme ich immer mehr Schaden durch Gift wegen der Scheiße hier gerade, weil es alles so viel Zeit schindet. Mach einen guten Surfer, Kabuto. Mach einen guten Surfer. Nein! Ein turbulenter Schlagabtausch. Wenn ich eine Runde mehr gehabt hätte, hätte ich gewonnen. Eine Runde mehr hätte ich noch gebraucht. Beide Pokémon sind erschöpft. Vulpix wird sich rächen, weil du wohl Nona nicht smashen wolltest. Jetzt erst recht, sage ich dazu nur. Jetzt erst recht. Egal, wir haben zwei Continues. Gott, das war so knapp. Ich glaube, ich werde Dratini nicht mehr mitnehmen. Dratini ist irgendwie, ist nicht so gut, wie ich das zu dir sagte. Gott. Weiter? Wenn ich weitermache, dann mache ich den Kampf nochmal, oder? Okay. Verdient verloren, TBH. Nein. So, die Frage, was die Göre jetzt einsetzen wird. Aber... ich beginne wieder mit Dicta. Ich will Kabuto. Ich glaube, ich hole Quapsel noch dazu wegen wegen der Hypnose. Die Spannung ist unerträglich. Niemand möchte jetzt noch verlieren. Evolus. So sehen wir uns wieder, Evolus. Schaufel dich ein, Dicta. Gott, dieser Risikotackle. Krabby kann Schwertanz, ja. Hypnose hatte 50% Trefferquote. Egal. Oh, nicht mal die Hälfte. Der Risikotackle wird Dicta wieder killen, oder? Ein harter Treffer. Ja, ich glaube, der wird Dicta wieder nicht überleben. Oh mein Gott. Oh nein. Ich hatte vergessen, dass ich vorhin auch mit Dicta gestartet bin. Aber jetzt werde ich Dinge anders machen, denn jetzt schicken wir Quapsel rein. Trinkfrei für Quapsel. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Hypnose. Komm schon. Komm schon. Yes! Yes! Wir haben's! Es schläft tief und fest. Evolus schläft! Der Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Evolus schläft. Aus Format 47 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Uff. Ich glaube, ich brauche noch zwei Surfer, um Evolus zu besiegen, oder? Egal, Surfer. Ich habe eh nichts Stärkeres gerade. Komm schon, Evolus. Evolus, schlaf noch eine Runde weiter. Schlaf noch eine Runde weiter, Evolus. Nein! Ein sehr rasanter Kampf. Einfach nochmal surfen auf das Beste auf. Mach kein Risikotackle, mach kein Ruckzuckhieb, das ist gut. Der macht nicht zu viel Schaden. Ich meine, zwar mehr Schaden, als ich mir wünschen würde, aber ich denke, ich sollte in der Lage sein, Evolus zu besiegen. Dieses dumme Level 30 Evoli. Ich würde sagen, es lief besser als beim letzten Mal, denn niemand wurde vergiftet. Welches Pokémon wird nun kämpfen? Welches Pokémon wird nun kämpfen?
Pipi. Okay, Pipi. Machen wir uns Sorgen um Pipi. Ich glaube, die Antwort ist nein, aber ich werde trotzdem Hypnose versuchen. Oh shit, es war ein Pixie, okay? Oh. Ich mag das schlafende Pipi. Stell dich mal vor, wie wird sich das Nickerchen auswirken? Stell dich mal vor, ihr hättet euch über die Hypnose beschwert, dass die Trefferquote zu gering ist. Peinlich wäre das. Ich mach mal Psy-Welle, um zu schauen, wie viel Schaden es macht. Wahrscheinlich aber weniger. Im Schlaf am Raven. Ja. Yeah. Hat das weniger Schaden? Ich glaube, es macht beides ungefähr gleich wenig. Es ist aufgewacht. Okay. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Ich versuch's nochmal. Sich in Kampfposition. Ich versuch's nochmal. Alle guten Dinge sind drei Quapsel. Oh, daneben. Buddy Slam. Oh, oh. Was geht ab? Dampfhammer. Dampfhammer. Direkt paralysiert. Der Kampf wird immer intensiver. Direkt paralysiert. Body Slam. Rum. Schade, es geht doch zu Boden. Schade, es geht doch zu Boden. Ich habe ein Problem. Surfer hat 20 Psy-Welle, nur 18 Schaden. Oh. Ich meine, ich muss nochmal Surfer machen. TBH, to be fair, Krabs ist generell echt scheiße. Aber die Hypnose, die war ziemlich gut. Yes! Yes! Letztes Pokémon. Letztes Pokémon gegen Kabuto. Beide Trainer schicken ihr letztes Pokémon in die Arena. Kachupi? Fuck! Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es Elektro-Pokémon? Mit Donnerblitz! Das hat gebrettert! Volltreffer? Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Das war's! Absoluter Schwachsinn. Ich habe noch ein Continue. Diesmal muss ich mit dem Pokémon starten, das nicht direkt von Evoli gekillt wird. Damit meine ich Kabuto. Dann will ich Krabby. Und... Dratini wegen Donnerwelle. Okay. Das ist das Halbfinale. Das ist das Halbfinale erneut. Niemand möchte jetzt noch verlieren. Also. Versuchen wir Eisstrahl und hoffen, dass es einfriert. Es macht Toxin. Das ist, war zu erwarten. Keine Wirkung, du Versager! Für Schaden macht Eisstrahl. Oh mein Gott, Eisstrahl ist so schwach. Eisstrahl ist so schwach. Versuchen wir Surfer. Schwer vergiftet. Evolus ist eine super harte Nuss. Wie viel Schaden macht Surfer? Keine gute Menge, aber wenn ich Evolus besiege, ohne dass es ein Pokémon von mir besiegt, wäre das schon mal ziemlich gut. Versuchen wir weiter Surfer. Danke, Rimmel.
Seine Genauigkeit ist dahin. Ein kraftvoller Angriff. Ja, ich sehe dieses Evoli so sehr. Aber wir brauchen noch einen Surfer, dann haben wir es. Sandwirbel und Toxin. Der brandheiße Kampf. Gott. Warum nicht Bodycheck? Weil Surfer Step hat und sowas. Und Bodycheck trifft nicht mal zu 100%. Man kann es spüren. Es hat geklappt. Den Surfer zum Gruß. Ich wünschte, sie würden Emotionen nicht jedes Mal spielen. Du meinst auch, wenn es daneben geht. Schwerer Treffer. Yeah. Ich fand es eigentlich immer ganz nett, dass sie trotzdem kommen, aber es ist frisst schon auch eine Menge Zeit, muss man sagen. Uff, Pummel, was machen wir gegen dich am besten? Folgender Plan. Ich gehe über zu Dratini. Ach, oh, shit, Ofpummel konnte Blizzard. Oh nein. Was wird es einsetzen? Warum setzt du gegen Kabuto Blizzard ein? Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Es ergibt nicht mal Sinn. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon? Es ergibt nicht mal Sinn. Auf jeden Fall habe ich einen gewissen Plan. Wir machen die Donnerwelle. Und hoffen, dass natürlich setzt Blizzard ein. Und Blizzard trifft natürlich auch, richtig? Natürlich trifft Blizzard Volltreffer. Als ob Blizzard daneben gehen könnte. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Wir machen Krabby. Pass auf. Pass mal auf. Außer also, Madame Kirby, 6 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Nun kämpfen zwei Pokémon verschieden. Wir machen Schwerttanz. Und dann Stärke. Blizzard hatte 100% Trefferquote in Gen 1. Ich weiß, dass sie, kannst du bitte auch mal. Was ist das? Ja, du bist paralysiert, was soll das denn? Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Oh mein fucking Gott. Die Macht der Stärke. Die Macht der Stärke. Oh, das war mächtige Stärke. Geh daneben. Das ist so ein Schwachsinn. Ich protestiere. Was für eine Scheiße. Es ist paralysiert. Nullmal kannst du dich angreifen, weil es paralysiert ist. Und Mega Kick und Blizzard, sie treffen einfach alle. So ein Schwachsinn. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Ringfrei für Vulpix. Vulpix ist fürchterlich, fällt mir gerade auf. Stärke? Kann ich treffen? Was passiert jetzt? Überlebt Krabby? Oh mein Gott, es überlebt! Dieser Ruckzuckieb hat gar keinen Schaden gemacht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das hat gesessen! Yes! Wieso kein Surfer, weil ich Schwerttanz davor eingesetzt habe? Ich kann nicht einfach Schwerttanz einsetzen und dann auf den schwachen Surfer gehen. Oh mein Gott, wir haben sie besiegt. Das Problem ist, jetzt kommt der letzte. Wir haben genau einen Versuch, den Erdorden zu bekommen. Ein einziger Versuch. Oh, der Typ sieht böse aus. Pokémaniac. Hat einige Pokémon, die gegen Gift, die gegen Boden anfällig sind. Ich denke, ich starte wieder mit Dicta, ehrlich gesagt. Kabuto brauchen wir. Das letzte Pokémon versuche ich wieder Dratini. Ich bin wieder im alten Team. Es
Adratini kann paralysieren. In Kürze dürfen wir einen glorreichen neuen Champion feiern. Yes! Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so gut. Los geht's! Oh, was für ein Anfang! Was für ein Anfang! Leider daneben. Krabby macht aber den Damage. Ja, wenn ich, oh nein. Oh nein. Danzan! Wie viel Schaden nimmt Sandan? Nicht so viel, wie ich mir wünschen würde. Ich denke, ich gehe auf Schaufler und schaue, was Sandan vorhat. Was? Oh mein Gott! Es ging daneben! Was geht ab? Ein guter Treffer! Es ging daneben! Warum halt dieses Sand an Erdbeben? Ein harter Treffer! Ein böser Treffer! Wow! Mit einem Schlag besiegt! Mit einem Schlag besiegt! Ich hol Kabuto rein und hoffe, dass ich direkt, dass ich schneller bin. Ich glaube nicht, dass ich schneller bin, aber ich hoffe es. Surfer. Oh, yes! Ich bin schneller! Verheerend! Ich glaube, Erdbeben trifft wahrscheinlich nicht, wenn man unter der Erde ist in Generation 1. Wahrscheinlich kam das erst sehr später dazu. Sonst hätte ich bei Erdbeben, glaube ich, nicht daneben gehen sollen. Außer von Willi1603, frischer Sub. Vivi, lieben Dank. Das weibliche Nidoran! Sehr schön, zwei Nidoran sind noch da und ich habe keinen Bodenangriff mehr. Hervorragend! Ich surfe einfach los. Sie begegnen sich in Kampfposition. Was ist da los? Du streamst wieder. Wie, ich stream wieder? Bin ich aufgehört? Okay, zweimal Surfer reicht aus. Toxin ist mir egal an dem Punkt. Toxin ist so schwach in Gen 1. Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Der Arena-Fight geht weiter. Wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Das ist Ran-Nido übrigens. Im Vergleich zu dem anderen Nidoran, welches Ran-Nido ist. Ich schäme mich nicht für einen Surfer-Spam. Was eine Woche, weg, ich bin auf Entzug, stehe. Stimmt, ich habe gestern zuletzt gestreamt. Ich war nicht mal eine Woche weg. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht. Ranida! Frisst den Surfer! Komm schon. Yes, über die Hälfte! Oh, wir haben gewonnen. Weil das Männliche kann Doppelkick. Eine sehr effektive Attacke. Sie schenken sich wirklich. Kann das Männchen Nidoran Doppelkick lernen? Ich dachte, es ist ein Angriff von Nidoran weiblich bzw. Nidorina. Das ist absolut ein GG. Ich habe danach noch Dratini übrig. Das Männliche kann Doppelkick lernen? In Gen 1 beide. Verstehe. Wir haben einen neuen Champion. Ich bin der neue Champion. Der Baby-Bubi-Burger-Modus kann mich nicht einfach aufhalten. Yes. So, du mit diesem Shit-Team gewonnen hast. War kein Shit-Team. Was soll das denn? Dicta. Willkommen in der Ruhmeshalle. Kabuto. Dratini. Und die anderen Pokémon, die ich bestimmt irgendwann mal eingesetzt habe.
Dragosso, das haben wir einmal gesehen. Krabby, das haben wir auch einmal gesehen. Quapsle auch einmal. Ich meine, ich habe alle einmal eingesetzt. Aus dem FSH R93, 14 Monate, Resub, wie vielen Dank. Oh, schaut euch die Auszeichnung an. Der Mini-Cup ist geschafft. Außer von Pupskop. 200 Bits für den Mini-Baby-Bubi-Cup. Vivi, lieben Dank. Huch, gut. Wollen wir in ein Minispiel reinschauen? Kids Club war das. Top 4 in Stadium sind härter, als sie sein sollten. Ich weiß nicht, ob ich die machen will. Was für Komm gegen Komm gegen Komm. Dankeschön. Normal sollte okay sein. Pokémon Stadium hat nämlich tatsächlich absolut fantastische Minispiele, wo man sich wundert, warum sie nicht einfach ein Pokémon Party irgendwann gemacht haben. Versuche mit Karpados Platsch und den Zähler am oberen Bildschirmrand zu treffen. Drücke und teile den A-Knopf, damit Karpado einen hohen Platscher ausführt. Drücke den A-Knopf bei der Landung, um Platscher schnell nacheinander auszuführen. Oh Gott. Bei der Landung A drücken. Carpador! Nein! Die Zeit läuft ab. Ich glaube, ich gewinne. Ich glaube, ich habe gewonnen. Carpador, Carpador! Zugegeben, das war kein gutes Minispiel. Und die Existenz von diesem hatte ich schon komplett vergessen. Oh, Sing mit Pipi, das ist ein Hit. Ich hoffe, ihr seid bereit. Aus von Som 5, frischer Sub, Pipi, lieben Dank. Das Steuerkreuz drückt, mal schauen, wie gut ich mir das Zeug merken kann. Hoch, runter, links, rechts. Okay. Hoch, runter, links, rechts, hoch, runter. Das schaffe ich. Okay. Oh, die sind ziemlich schlecht. Hoch, runter, links, rechts, hoch, runter, links, hoch. Okay. Okay, los geht's. Die werden sowas von gebombt, wenn sie es falsch machen. Oh, nur noch einer. Hoch, runter, links, hoch, links, runter. Okay. Links, hoch, links, runter. Okay. Geht's. Oh, ich habe gewonnen. Oh! Da wurde gebonkt! Ohne einen Fehler. Was für ein Gamer. Anderes Spiel. Das Radfratzrennen. Drücke wiederholt den A-Knopf, um zu rennen. Drücke auf dem Steuerkreuz nach oben, um über die Hürden zu springen. Radfass, das erste Ziel erreicht, gewinnt, okay. Das war Hitless, yeah. Oh, oh Gott. Ich musste erst herausfinden, wo ich bin. Nein! 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 Oh Gott, oh! Oh! Nein! Oh Gott, das eine ist so viel weiter als wir. Nein! Nein! Was, letzter? Gott! Von Hollywood Clank, frischer Sub, vielen lieben Dank. Können wir es bitte nochmal spielen? Ah,
Was ist meine Meinung zu Süßkartoffelpommes? Ich habe nie welche gegessen. Oh Gott! Ich habe mir meine Packung geholt, aber die habe ich nie zubereitet. Oh! Was? Ich versuche zu gewinnen, ist nur nicht so einfach. Komm schon. Schaffen wir! Schaffen wir! Hitless! Oh! Gamer-Moment! Schau ich die anderen Versager an! Mori verliert gegen KI aus dem Jahr 1998. Die KI muss hier nichts machen. Komm schon. Kampf der Schnarcher. Sobald das Panel die rote Markierung auf deiner Skala erreicht, drücke den A-Knopf, um deine Hypnose-Attacke einzusetzen. Das letzte Hypno, was noch wach ist, gewinnt. Oh, das ist schwer. Okay. Ja, wenn das Panel in der Mitte ist, A drücken. Das schaffe ich. Komm schon. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich schlafe gleich ein. Oh Gott! Ich bin als Erster eingeschlafen. Oh mein Gott. Ich war sehr viel schlechter als die anderen. Sehr viel schlechter sogar. Ah, Knopf drückt, sobald es das Teil, das rote Teil erreicht. Okay, komm schon. Schon. Das schaffe ich. Ich darf nur nicht müde werden. Was glaubt ihr, was die Traumato machen, wenn der Erste eingeschlafen ist? Beziehungsweise was sie mit ihm machen? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Das war eine knappe Runde, aber ich kann es nicht. Oh mein Gott, ich verliere immer als Erster. Ich dachte, ich war diesmal so gut dabei. Werder Bernd, frischer Sub, wie vielen lieben Dank. Okay. Der Donnerdynamo. Zu meiner, als Ausrede sage ich, dass, durch den Upscaler und so, es kommt ein bisschen Delay dazu und deswegen sind solche Spiele einfach unschaffbar. Unschaffbar! Wenn die Lampe blau leuchtet, drücke wiederholt den A-Knopf, um Strom zu erzeugen. Leuchtet sie grün, drücke den B-Knopf. Wenn du den falschen Knopf drückst, verlierst du einen Teil deiner gespeicherten Elektrizität. Wer als erstes aufgeladen ist, gewinnt. Oh, hier sind hier können manchmal verschiedene Pokémon sein. Oh oh. Und ich habe gewonnen. Ganz recht.
Yeah! Der Delay ist schuld unschaffbar. Yeah. Lass mich das doch mal machen, ob ein anderes Pokémon auftaucht. Yeah, jetzt sind zwei Pikachu da, seht ihr? Das habe ich mir nicht nur eingebildet. Das Spiel würde ich gerne gegen Johnny spielen und sehen, wer gewinnt. Denn ich glaube, ich würde gewinnen. Oh, was für ein Gönner. Ein wahrer Dynamit-Bomber. Ein wahrer Dynamit-Donner, würde ich fast sagen. Anderes Spiel. Oh, Schlups Sushi-Karussell. Das ist das Spiel, an dem aus Spaß ernst wird, okay? Denn hier muss man seine Taktik bedenken. Drücke den A-Knopf, um Sushi zu essen. Wer für die meisten Pokédollar isst, gewinnt. Wenn du mehrmals nacheinander von der gleichen Sorte isst, bekommst du einen Bonus. Deswegen ist die Frage, auf was will man gehen? Man will natürlich den Bonus, mit dem man immer das gleiche nimmt. Mal schauen, welches ich nehmen werde. Jo! Ich will das Gelbe. Nein! Oh Gott, das sind keine... Das, was ich suche, ist nicht da. Wir nehmen das mit den Eiern drauf. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nein! 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 Ist die Frage, will ich dir jetzt erstmal was essen lassen, damit ich mit meins wieder nachspawnt? Ich glaube, das ist ein Fehler, oder? Ja, was auch immer meine Taktik ist, die ich gerade verfolge, sie ist ein Fehler. Nein, geh da weg! Meins! Meins! Nein! Ja, meine Taktik war ein absoluter Fehler. Absoluter Fehler. Ich habe nicht genug Sushi gegessen. Versuchen wir einfach random das Ganze durchzunehmen. Jo! Oh, grün. Grün ist der Stoff. Nein, mein Grün! Was? Da ist noch eins. Das will ich. Nein, das war meins. Das wollte ich haben. Da wäre noch eins gewesen. Oh mein Gott. Habe ich jetzt eine Lebensmittelvergiftung? Ich kann nicht richtig zielen. Nein! Okay, komm schon. Yes! Oh, das war gut, das war gut. Jetzt noch das andere rote. Nein! Oh! Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich habe nicht mal fast gewonnen. Anderes Spiel. Oh, Rettans Kringelpiez. Rettans Kringelpiez. Kann man sich nicht ausdenken. Sie müssen mir einfach nur Rettans werfen. Oh, oh. Oh nein. Ich habe große Probleme zu treffen. Oh mein Gott. Es fliegt aber zu weit. Was?
Wie fliegt der nicht so weit? Was? Da sind keine bei mir. Wie soll ich den erwischen? Da spawnen keine bei mir drüben. Da spawnt keiner auf meiner Seite. Spiel ich nicht nochmal. Das Härtner-Duell ist das beste Spiel, okay? Härtner-Duell ist das beste Spiel. Nicht mal ein Wettbewerb. Man muss A drücken, um den Härtner einzusetzen. Aber man sollte ihn nur im letzten Moment einsetzen. Wie ihr seht, bin ich besser darin. Ich verliere nicht so schnell die Nerven. Yeah. Ich dachte, ich wäre besser darin. Als erster verloren. Das bekomme ich besser hin. Ich bin das eine Kukuna, komm schon. Einfach auf den Schatten am Boden achten. Dann kann nicht allzu viel passieren. Der Schatten am Boden, ich sag's euch. Der ist die Rettung. Oh mein fucking Gott. Warum hat niemand verloren gerade? Warum hat niemand einen Fehler gemacht? Dann habe ich drei nacheinander gemacht und verloren. Nochmal. Okay, komm schon. Alles unter Kontrolle soweit. Oh, wenn ich ein stinkendes Safcon bin. Statt einem anmutigen Bibor. Okay. Ich habe gerade ein bisschen Nerv verloren und zu früh gedrückt, aber das ist okay. Da werde ich gar nicht erst loslassen bei sowas. Yes! Der ultimative Sieg! Und so habe ich wieder mal gewonnen. Der große Schaufler. Drücke L und R im Takt, damit Sandan die Schaufler-Attacke einsetzt. Wer es erst auf Wasser stößt, gewinnt. Drücke zweimal hintereinander die gleiche Taste, so kommt Sandan aus dem Takt. Oh oh, okay. Komm schon. Oh, Gamer-Moment. Schau ich das kleine Sandan an. Yes. Das gedrückt halten war schwach, mir egal. Und das waren die Pokémon Stadium Minispiele. Gibt es auch schon Quiz in dem Teil oder kam das erst in, es kam erst in Teil 2, oder? Oder war das im Pokémon Labor? Erst in 2? Siegespalast. Oh, die Ruhmeshalle.
Schauerkampf, Gameboy-Turm. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal, wir versuchen das nochmal. Was solltet ihr vom Premium Cup? Das ultimative Turnier für alle Profis. Es gelten keinerlei Levelbeschränkungen. Jedes Pokémon darf teilnehmen. Oh oh, scheinbar machen wir Hyperball. Wird bestimmt gut gehen. Registrierte Teams. Ich glaube, die kommen von dem Speicherteil. So, jetzt müssen wir aber erstmal die Pokémon anschauen. Welche wir mitnehmen wollen. Ich denke, was erstmal auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass ich einen Kadabra mitnehme. Den Psychotypen waren in Generation 1 natürlich sagenhaft stark. Und Kadabra? Was für ein Moveset. Was für ein Moveset. Schau ich den Spezialwert an. 299. Mächtig. Machok? Ne. Alpollo, was kannst du? Hypnose, Traumfresser, Psychokinese. Erdbeben. Onyx hat eine enorme Verteidigung und Steinhage und Erdbeben. Wie steht jetzt zu Onyx? Ich denke, wir nehmen es mit, ehrlich gesagt. Entwickeln sich da auch die Pokémon? Nein, sie sind auf Level 100. Da gibt es nicht mehr viel zu entwickeln. Kikli? Naja, Kikli hat keine Verteidigung. Kikli wäre zu riskant. Chanera hat Geowurf, Eierbombe, Metronom und Erholung. Das dauert leider Jahre. Nehmen wir einfach Pokémon, die einen Spezialwert haben. Yeah. Rosana. Psychokinese, Eishieb, Todeskuss, Body Slam. Yes. Will ich haben. Dragoran. Ach ja, es gab nicht wirklich, Donnerblitz, Feuersturm, Eisstrahl. Himmelsfeger. Das ist der dumme Himmelsfeger. Eisstrahl, Himmelsfeger, Agilität. Aber wir haben schon Eis-Pokémon. Oh, Relaxo? Bodycheck. Wie will ich noch Eis mitnehmen? Man will, die Sache in dem Spiel ist übrigens, dass Pokémon, je höher sie entwickelt sind, schlechtere Angriffe haben. So haben sie es ein bisschen gebalanced. Deswegen will man nicht die auf der letzten Stufe haben. Feuersturm, Lavados ist huge. Ich weiß ja nicht. Seid ihr von Fliegen Dodri? Ja, das kann wahrscheinlich auch nur gegen ein... Ah! So schwer sich zu entscheiden. Bräuchte auf jeden Fall noch einen Pflanzentyp oder so. Aber Pflanzen wäre, glaube ich, auch echt scheiße damals. Snubilikat. Snubilikat kann kein Schlitzer. Warum kann Snubilikat Donner? Mauzi kann Schlitzer und Kreideschrei. Das Problem ist aber, Mauzi hat null Verteidigung. Wollen wir nochmal unser Glück mit Diktri versuchen? Ah, Moment, wir haben schon Schaufler. Blättertanz, Megasauger, Säure. Ist so schwer, mich zu entscheiden hier. Nidoqueen, was kann die Queen? Erdbeben, Doppelkick, Toxin, Steinhage. Toxin ist leider scheiße. Raichu. Donner, Donnerwelle, Megakick, Ruckzuckhieb. Oh, Pikachu hat so einen miesen Spezialstat. Ich hab's gleich. Ich hab mich gleich entschieden, okay? Was kann das? Egel sammeln, Schlaf... Was für eine Trefferquote hat Schlafpuder? Was hat Schlafpuder für eine Trefferquote in diesem Spiel? 75.
Glurak mit Schwerttanz und Fliegen. Wir nehmen Glurak mit. Ich habe gesehen, Tauros. Wo ist Tauros? Tauros, wo bist du? Was mit Kangama? Steinschlag, Steinhagel-Surfer. Da ist Tauros. Stampfer, Schädel, wo mir Geduld, Feuersturm. Wie kann ich Tauros überhaupt Feuersturm lernen? Ja, Stampfer und Schädelwumme, ich weiß ja nicht. Aber es haut mich nicht um. Was kann Garados? Blubstrahl, Feuersturm. Seid ihr von Lapras mit Blubstrahl und Eisstrahl? Ich denke, das ist ganz gut. Hast du nicht die Anime-Folge damals gesehen? Ich meine, vielleicht, keine Ahnung. Ist ein paar Tage her. Wen als letztes? Was bräuchte ich vom Typing her noch? Ich würde gerne sagen Pflanze, aber Pflanzenangriffe waren alle so scheiße. Kokowai? Was kann Kokowai? Schlafpuder, Solarstreib, Psychokinese. Und es hat enormen Spezialset. Wir nehmen Kokowai mit. Okay, los geht's. Tauros rennt so schnell, dass die Reibung der Luft für einen Feuersturm sorgt. Okay. Zwei Käfer, Psycho, Dito. Oh, ich kann ja nicht wirklich irgendeinen Trend erkennen. Das heißt, wir schicken einfach mal ein paar coole Pokémon rein. Das Kadabra nochmal, Simsa zu stark ist? Nein, Pokémon haben bessere Angriffe, wenn sie nicht voll entwickelt sind in diesem Spiel. Dementsprechend, Kadabra hat zwar etwas niedrigere Stats, aber es hat viel bessere Angriffe. Ich glaube, ich wechsle direkt Glurak rein, ehrlich gesagt. Moto! Das ist ein gutes Motto. Es gibt keine Shiny Pokémon Generation 1. Aussetzer. Der sollte nichts machen. Oh, okay. Es hat Feuerwirbel blockiert. Okay. Pass auf. Ich glaube, Omot kann nicht viel machen. Das heißt, ich mache Schwerttanz. Und dann sweepen wir mit Glurak. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von diesem Plan? Blutsauger? Was ist das? Es hat die Attacke erstaunlich gut verloren. Es hat Kraftpunkte verloren. Okay, wir machen nochmal Schwerttanz. Los geht's! Doppelschwerttanz Glurak! Yes! Oh, das hat mir gerade fast den Tag versaut. Das hätte nämlich meine Fliegentaktik ziemlich ruiniert, wenn ich paralysiert wäre. Los geht's, Glurak. Was hat es gerade für Animation, wenn es fliegt? Was nun? Der Angriff zeigt keine Wirkung. Der Brand. Oh, schaut euch Glurak an! Fliegen! Das wird Omot nicht überleben. Auf gar keinen Fall wird es das überleben. Die Dampframme schlägt zu. Ganz recht. Pantimos hat ein beschämt aber Ja bekommen von mir. Fliegen. Wie sieht Fliegen mit Dodo aus? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ziemlich dumm. Oh nein. Damit gleichst du gerade eine Menge aus. Wie geht's eigentlich deinem Sohn? Ash Ketchum aus Alabastia.
Kampfhammer! Es greift noch immer nicht an. Ein Kämpfer ist noch fit. Hör auf damit, Mosspanty. Ich glaube, ich mache einfach mal einen Feuersturm an dem Punkt. Der Feuersturm von Luak ist fucking cool. Ein heißer Feuersturm. Rums! Auf die Bretter! Wow! Auf die Bretter! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ash Ketchup, das fand ich da. Ich fand. Jedes sechsjährige Kind hält sich so fucking clever, wenn es sagt, Ash Ketchup, wohl eher Ash Ketchup. Jeder einzelne. Fadenschuss? Oh, so ein Schmutz-Moveset. Ist das mit dem Namen der Gegner-Pokémon gewollt oder ein Bug? Ich glaube, wir sind hier in einem Glitch auf der Spur. Hey! Psy-Strahl. Oh, der sieht wild aus. Arsch-Ketchup. Oh! Damit ist man der Chef auf dem Pausenhof. Ich find's absolut faszinierend, wie getriggert Leute davon sind, dass die Namen der Pokémon einfach damit, falls man das gleiche nimmt, damit man sie auseinanderhalten kann, sie einfach die Silben getauscht sind. Seit ich das Spiel spiele, oh, die ganze Zeit, Leute sind so sauer deswegen. Und so perplex. Boss Matt! Das böse Matt wurde bezwungen. Okay. Der Quellorden. Die nächste Demo vor deiner Tür ist gewiss. Nicht schon wieder. Oh, das ist ein cooles Team, muss ich sagen. Wir haben aber eine starke Bodenschwäche. Das heißt, ich starte direkt mit Onix. Onix, Glurak, Lapras. Los geht's. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. Ja, seht ihr das? Das ist ein Pokémon, das ein Ja bekommt von meiner Seite aus. Erdbeben! So. Warum heißt es überhaupt Nidoran? Nein, das sieht gar nicht gut aus. Warum ist es Ran-Nido? Aber es ist doch Nidoqueen. Biss? Biss war ein normaler Angriff. Oh mein Gott. Der Kampf wird immer intensiver. Oh mein Gott. Das macht nichts. Ja, zieh dich besser zurück. Oh! Los, Erdbeben. Was passiert jetzt? Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Ah, ich habe nicht wirklich was allzu passendes. Machen wir weiter, Erdbeben. Ich wollte Geofissur versuchen, aber ich glaube, es wird nicht gut ausgehen. Was geht ab? Na, das sieht gar nicht gut aus. Oh, die Hydropumpe. Oh. Leider daneben. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Ist Rasoabo verwandt mit Rosmarin? Ich glaube ja. Ja, das ist Generation 1 Pokémon. Du hast ein Pokémon, das Erdbeben beherrscht? Dann ist an der Zeit, Erdbeben zu spammen, bis der Gegner nicht mehr aufsteht. Oh mein Gott, Moxmog! Moxmog ist fantastisch.
Ist das nicht immer so? Ich weiß nicht. Es gibt Schwebe inzwischen. Ich kann mich an die Anime-Folge erinnern, wo Ash Gruppe Bruno in Bergen trifft, der dort richtig große Onyx trainiert. Nicht wirklich. Warum kann es Feuer... Warum kann jedes Pokémon Feuersturm und Blizzard in diesem Spiel? Oh mein Gott, Onyx! Onyx ist absolut untreffbar. Es ist unangreifbar. Absolut erstaunlich. Ich mag übrigens, dass der kleine Kopf auch den Feuersturm ausspuckt. Kannst du Kanal übers Rauch machen und ihn Moxmog nennen? Du meinst, ich sollte ihn Moxmog nennen und nicht Schmuggli Schmökerstunde? Verbrannt! So sieht es aus. Senkt Onyx Erfolgschancen bedingt. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Und die restlich Pokémon unterscheiden sich erheblich. Das letzte Pokémon betritt den Ring. Ranido! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Ich würde sagen, wir holen dafür Kadabra rein und schauen, was passiert. Kadabra sollte Biss abbekommen, aber der sollte sowieso nur vom Typ normal sein, also was auch immer. Denn Unlicht- und Stahltypen kamen natürlich erst Generation 2, wie ihr alle wisst. Ja, ein Treffer. Das war schwach. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Psychokine. Wisst ihr was? Nein. Nein, wir holen erstmal einen Reflektor raus. Denn ich traue diesem Nidoqueen nicht. Der Reflektor wird erstmal helfen. Steinhagel. Was geht ab? Die Animation von Nidoqueen. Ein guter Treffer. Ein guter Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. Psychokinese. Psychokinese. Ich glaube, ich werde gleich was zum Trinken holen nach diesem Kampf. Oh. Auf die Bretter! Was für ein Kampf! Nidoqueen zeigt, was sie hat. Deswegen habe ich Nidoqueen auf Ja gepackt in der Tierlist. Vergesst es nicht. Okay. Ich bin zurück. Okay, 2 Continues. So, nicht mal 16 Uhr und der Mann denkt schon dran, die Flasche zu schauen. Ganz recht. Lass mich eigentlich schon online seit 5,5 Stunden. Das geht noch. Ich wittere großes Potenzial, mit Kadabra zu starten. Ehrlich gesagt. Dann brauchen wir Onyx. Was will ich ersetzen mit dem Kadabra, Onyx und... Rosana, warum nicht? Ja, Rosana. Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Los geht's! Los geht's! Das sieht erstmal beängstigend aus, aber... es gab in Generation 1 effektiv keine Käferangriffe. Ganz Lorsicht jetzt erstmal. Was gab es an Käferangriffen? Gab es Käferangriff, der Schaden macht? Ich glaube nicht wirklich, oder? Oh, Energiefokus, du bist fucking tot. Blutsauger und den Blutsauger. Yeah, yeah, okay. Und Blutsauger hat noch 5 Generationen gebraucht, bis er nicht mehr fucking schwach war. Das ist das Ende. Gab es eine andere Rakete schon in Generation 1? Oh, Duonadel und eine andere Rakete gab es noch. Ich glaube, die kannte dann nur... Wahrscheinlich nur Bibor lernen. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementen. Ich würde sagen, wir machen weiter Psychokinese und wir werden schauen, wie die Ratte darauf reagiert. Was nun? Spezialwert sinkt. Peinlich.
Schau ich mal diesen Typen an. Ein sehr rasanter Kampf. Kunterbunt, was wir hier sehen. Karl Ratti? Karl Ratti. Oh, ich liebe Karl Ratti. Karl, nein. Nicht Karl Ratti. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Da haben wir das Surfer Pikachu in Pokémon Stadium gewonnen. Ich nicht. Ich hab nie den Singleplayer durchgespielt. Ich hatte nie die Geduld dafür. Oh, ich hatte das Spiel damals auch nie selber. Psychokinese! Der Kampf ist nun sehr einseitig. Was ist das? Genau auf die Schwach. Und Poquab, du bist tot. Oh. Und Leute haben gefragt, warum ich Kadabra genommen habe und nicht Simsala. Simsala könnte nur ein Psystrahl, glaube ich. Aber mein Gott, Kadabra, was für ein Biest! Das war ohne einmal getroffen zu werden. Okay, sie haben auch nur perfekt, ja. Yeah. Sie haben auch nur Energiefokus eingesetzt, muss man fairerweise sagen. Nummer 4. 3 Cantidius habe ich inzwischen. Okay, los geht's. Die Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. Nein, das ist Lila Rosana. Das ist nicht das sehr ursprüngliche. Oh, das Pinsir sieht fürchterlich aus. Ich meine, wenn wir sie schon mal da haben. Psychokinese! Sie halten sich mit Drohgebären an. Sirpin. Oh, ein plötzlicher Pokémon-Wechsel. Wollt ihr einen Shoutout da lassen für die unterhaltsamen Bubenvideos? Mach weiter so. Dankeschön. Oh, Pixie schwingt, was es hat. Aber hat es auch genug, um mit Rosana mitzuhalten? Ein guter Treffer. Oh! Absoluter Spezialtank! Oh Gott! Sie begeben sich in Kampfposition. Was ist das? Ja. Richtige Schelle. Nein, nicht die Donnerwelle. Nicht die Donnerwelle auf die schnelle Schelle. Das Spiel, was ich gerade spiele, ist nur Generation 1. Versuch nochmal, Psychokinese. Eierbombe. So sieht es aus. Au, was? Wie ist diese Eierbombe so stark? Was passiert jetzt? Außerdem, ich bin Martin 20. 12 Monate, das volle Jahr. Resub, wow, vielen lieben Dank. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Komm, schauen, wer wird es? Es ist Sirpin. Sirpin. Beide Pokémon gehören völlig verschieden. Warte, warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Ich hab was viel Besseres dabei. Nein, habe ich nicht. Wir bleiben bei Rosana. Ich dachte, ich habe irgendwas Besseres, was Passenderes dabei, aber ich weiß ja nicht. Guillotine! Leider daneben. Verzeihung? Was nun? Dieses Pinsir hat keinen Angriff, mit dem es dem Rosana die letzten 30 KP abziehen kann. Es versucht Guillotine. Komm schon. Warum hast du Guillotine versucht? Das hat gebrettert. Oh, das hat gebrettert. Ich verstehe immer noch nicht, was ich davon halten soll, dass einfach es komplett verschwindet. Nur noch die Haare übrig bleiben. Holen wir Lapras raus. Blubstrahl oder Eisstrahl? Wir machen den Eisstrahl. Das war brutal. 404 KP.
Lapras, ein absoluter Tank. Direkt mit der Guillotine enthauptet. Autsch! Autsch! Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Der Kampf geht. Ist Gestein sehr effektiv auf Käfer? Wie sieht es mit Gestein auf Käfer auf? Ja? Aus. Da bin ich mir mal unsicher. Ja? Yeah? Okay, machen wir Steinhagel. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Ein Pokémon wechselt den an. Und es geht wieder raus. King Nido! Oh Gott! Was geht ab? Der Attack war nicht effektiv. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Ja! Bin ich verschluckt! Warum kannst du Blobstrahl? Ein harter Treffer! Eine effektive Attacke! Was soll das denn? Was? Unglaublich! Mit einem Schlag. Das war der Kampf. Da hat mir das Spiel übel mitgespielt. Sein Nidoking kann Blubstrahl und sein Spezialangriff ist hoch genug, um Onix damit zu one-shotten. Absolut unglaublich. Absolut unglaublich. Ja, ich bin immer noch stinkig auf die Guillotine. Ich bin immer noch stinkig auf die Guillotine, das kann ich euch versprechen. So, okay. Spielst du Pokémon Sale oder spielt Pokémon Sadie um dich? Das versuche ich noch herauszufinden. Oh! Oh! Jungs! Oh, was für ein Start! Los geht's! Buh! 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 Die erste Attacke! Dampfhammer! Dampfhammer! Okay, ich denke, gegen Pixie werde ich auch auswechseln. holen wir Glurak. Ich hoffe mal, dass Pixie eventuell nicht die höchste physische Verteidigung hat. Oh Gott. Dieser Eistee, der bringt mich um. Ach, Donnerwelle. Donnerwelle killt direkt jegliche Taktik mit meinem Glurak. Ich wollte wieder Schwertanz und Fliegen machen, aber das wird nicht ganz drin sein. Versuchen wir Feuersturm. Ein Pokémon. Oh. Ringfrei für Galoppa. Loppergal. Es ist vollständig paralysiert. Cool. Gute Arbeit, Glurak. Holen wir Lapras rein. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Dieser Typ gerade, der macht ernst. Ringfrei für Lapras. Das gute Loppergal. Autsch, Hornbohrer. Ich hasse diesen Gegner so sehr. Geschwindigkeit ist gesunken! Das heißt, ich bin diesmal schneller, denke ich, hoffe ich. Komm schon! Komm schon! Yes! Loppergal ist besiegt! Loppergal ist besiegt! Was ist das nächste? Ah ja, wir hatten noch Pixie. Ich denke, ich bleibe gegen Pixie drin. Beide
Pokémon gehören. Sollte nicht allzu gefährliche Angriffe haben, schätze ich. Und der Eisstrahl, der ist enorm gefährlich. Komm schon, frier Xippi ein. Xippi hat es verdient, eingefroren zu werden. Leider nicht. Oh nein, es macht Donnerwelle. Nein! Wie kann Lapras schneller sein als Galoppa mit nur einer Schwächung der Initiative? Ich habe keine Ahnung, aber es ist, wie es ist. Die Neuigkeit im Spiel wird mit der Initiative verrechnet. K.O.-Attacken bei Pokémon mit hoher Initiative treffen öfter. Oh, wirklich? Ich dachte es, Volltreffer. Ich dachte es, gilt nur für die Volltrefferquote, dass die mit der Initiative zusammenhängt. Cringe, dieses King Nido. Kam einfach rein und dachte, es kann sich mit Lapras anlegen. Die Reservebank ist leer. Okay, das heißt, der Hornbohrer von Galoppa war auf jeden Fall höchst gefährlich. Warte, Superzahn halbiert meine KP, oder? Oh mein Gott! Warum hat dieses Xippi so einen guten Angriff direkt bekommen? Die haben ein paar wirklich dumme Dinge mit den Stats gemacht. Ja, yeah, aber ich meine, wir können es auch so sehen, dass sie die dummen Dinge auch wieder gefixt haben. Sollte man auch nicht zu sehr unterschätzen. Fun Fact, das ist ja eigentlich der zweite Teil von Pokémon Stadium. Wenn du mich mit diesem Funfact beeindrucken willst, dann muss ich leider sagen, ich habe den japanischen Teil da links auch noch liegen. Okay. Das ist ein ausgeglichenes Team. Turtok. Ich starte mit Glurak. Da brauche ich Kadabra. Glurak, Kadabra und wen will ich noch? Anspielst du die japanische Version? Ich denke nicht im Stream. Kann ich die Angriffe nicht lesen? Das wäre relativ witzlos. Kokowai, meint ihr? Okay, Kokowai. Glurak ist schlecht im Matchup. Nein, da waren noch drei Pflanzen-Pokémon oder nicht? Dagegen kann ich jetzt wenig sagen. Ja, das war nicht die optimale Wahl. Kokowai, tank den Wasserangriff. Die Hydropumpe. Oh, die Hydropumpe. Oh mein Gott. Es hat einfach nichts gemacht. Schlafpuder. Oh, Geowurf ist nicht gut. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Komm schon. Yes! Was hat es gerade bewiesen? Turtok ist der beste Starter, ist es nicht. Wettner zieht's zurück. Und ich, dummer Zap, Solarstrahl. Oh nein, er versucht. Okay, alles gut. Ich bade im Sonnenlicht, meine Freunde. Was macht ihr heute noch? Es ist wirklich ziemlich sonnig draußen. Bei diesem Schwergewicht muss die Erde beben. Oh, Solarstrahl, Zeit! Oh mein Gott! Mit einem Schlag besiegt! Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ringfrei für Giflor! Giflor ist auch ein hervorragender Gegner für Kokowai. Der aktuelle Stand. Da schmetter ich direkt die Psychokinese rein, Jungs! Ich hatte gegen Pokémon wie Kokowai und noch ein paar andere immer meine Probleme. Ja, yeah, Kokowai ist ein absoluter Tank. Oh mein Gott, Volltreffer. Ich würde sagen, wir haben dieses Match gewonnen.
Ich denke, es gibt hier keine Herausforderung mehr für mich. Wahrscheinlich sollte ich sowas nicht sagen, aber mal schauen. Mal schauen. Ringfrei für Lappas. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ich denke, ich auf Schlafpuder. Ich traue mich nicht, den Solarstrahl direkt zu machen. Oh mein Gott, der Eisstrahl ist so stark. Eventuell ist das Raslap doch ein Problem. Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schlafpuder hat getroffen. Es schläft tief und fest. Kokowai hängt einfach ein bisschen rum und tankt ein bisschen Sonnenlicht. Kokowai hat einfach direkt den Trainer im Alleingang besiegt. Gute Sache ist, wenn Pokémon aufwachen in Generation 1, dann dauert es noch eine Runde, bis sie was machen können. Genau auf die Schwachstelle. Oh mein Gott, 350 KP. Lapras wird Eisstrahl machen und der ist gegen Glurak nicht zu stark. Moment, Kadabra hatte auch eine super hohe Spezialverteidigung, weil Spezial nur ein Stat war damals. Egal. Oh, und es macht Buddies. Oh, okay. Dieser Wechsel wird den Kampf beeinflussen. Oh, in Gen 1 war Eis neutral auf Feuer. Oh, das wusste ich nicht. Also ganz gut, dass es Body Slam gemacht hat. Sonst hätten wir ein bisschen... Oh, ich liebe es, dass es sogar in die Luft hochschießt. Das ist ziemlich cool. Das hätte wehtun können sonst. Volltreffer. Und Kokowai wurde nicht besiegt. Aber dieses Lapras ist gefährlich. Yes, Kampfende! Perfekt. Ich würde es nicht perfekt nennen, aber... Oh, man kommt extra Continue, wenn man kein Pokémon verliert. Das ist gut zu wissen. Weiter. Warum ist das Spiel unironisch hochwertig? Zum einen, warum sollte es scheiße sein? Fangen wir mal damit an. Zum anderen, weil es unter anderem von Hell gemacht wurde. Dostzap. Ich denke, wenn ich mit Onix starte, ist das sehr stark. Dann brauche ich Rosana. Und Kadabra sollte den Rest erledigen, denke ich. Das Feld lichtet sich langsam. Wir sind in der sechsten Runde. Wie in der letzten? Wir sind hier in der letzten Runde. Oh Gott, es geht direkt mit Dostzap los. Da, ich hatte schon so eine Vermutung, dass es damit losgeht. Das heißt, Steinhagel, los geht's. Die Befehle wurden erteilt. Lichtschild ist mir super egal. Gegen Spezialattacken immun. Hat Lichtschild damals Spezialangriffe komplett lahmgelegt? Hat es nicht, oder? Oh mein Gott, der Steinhagel macht nicht so viel Schaden. Aber Dostzap sollte gegen Onix nichts machen können. Blitz. Nervtötend, aber wir werden sie überstehen. Yes! Oh, Dostzap, du bist tot! Das erinnert mich an mein Team, mit dem ich damals den Duellturm auf Level 100 in Pokémon Kristall geschafft habe. Das war, ich hatte einen Hundämon, glaube ich, Despota und einen Zapdos. Steinhagel hat weniger Schaden gemacht wegen Lichtschild? Nein. Ob die Angriffe physisch oder speziell sind, lag zu der Zeit noch von dem Typen ab. Und Steinangriffe absolut physisch.
Ich würde sagen, wir machen direkt Erdbeben. So. Was ist das? Oder das könnte wehtun. Aber hey, wir haben Gengar gesehen. Vielleicht macht es das lustige Gesicht. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Oh mein Gott! Onix! Gargan, wo? Oh mein Gott! Onix, du Biest! Vielleicht habe ich Onix mein Leben lang komplett unterschätzt. Boss Tau? Ich gehe mal auf Roshanna, weil ich, wenn ich es schaffe, könnte, ohne den Pokémon zu verlieren, wäre das ganz cool. Mein Lieblingsvogel-Pokémon mit einem Schlag besiegt. Mein Gengar. Oder Zapdos. Zapdos wurde nämlich nicht mit einem Schlag besiegt. Oh, das brettert richtig. Dieser Wechsel könnte eventuell dafür sorgen, dass ich verliere. Oh mein Gott, ich bin schneller. Yes. Der Slap. Das Gengar ist kein Vogel-Pokémon in keiner nur denklichen Hinsicht. Es ist weder Flug, noch sieht es aus wie ein Vogel. Ja, wir haben Roshanna verloren. Aber Taubos scheint nicht zu schnell zu sein. Ich schicke trotzdem Onix rein. Ich wollte gerade sagen, das heißt, ich könnte Kadabra reinschicken, aber... Versuchen wir Onix. Ich glaube, ich hoffe, Taubos sollte nicht in der Lage sein, Onix zu killen. Mit einem Angriff. Das ist ein bisschen nervig. Trifft Steinhagel fliegende Gegner? Ich glaube ja, aber wahrscheinlich in dieser Generation noch nicht. Steinhagel trifft fliegende Gegner, oder? Okay, vielleicht ich habe komplett die Verteidigung von Onix unterschätzt. Sehe ich gerade. Absolut unterschätzt, wie viel Onix tatsächlich aushält. Mein Gott, Onix absolut gecarried. Absoluter Träger. Und das Ende war natürlich auch noch ein Crit. Okay, vorletzter Gegner. Das war der vorhin ziemlich würzig wurde. Forscher. Er hat einen Kokowai. Das ist nicht gut. Will ich mit Onix... Onix hat... Oh Gott, es gibt nichts, womit ich wirklich vernünftig starten kann. Die sind alle Nachteile. Ich denke, ich starte mit Kadabra. Wir nehmen Kokowai mit. Und Lapras. Das ist das Halbfinale. Psycho ist ein bisschen cheap in der Generation, weil Psycho einfach nicht wirklich eine Schwäche hat. Kabutops. Okay. Ich glaube, ich werde einfach Psychokinese reinscheppern. Ich weiß, ich könnte zu Kokowai wechseln, aber ich glaube, eventuell hat Kabutops nicht genug Verteidigung, um der Psychokinese standzuhalten. Spezialverteidigung. Toxin? Oh mein Gott, geschenkter Kampf. Geschenkter Kampf. Weißt du, Grund, weshalb ich keinen Simsala habe? In Pokémon Stadium bei den Leih-Pokémon ist so, dass wenn sie höher entwickelt sind, dass sie dann schwächere Angriffe haben. Und Kadabra hat nicht viel niedrigere Stats als Simsala, aber es hat Psychokinese. Oh, das war ein guter Spielzug soweit, würde ich sagen. Sie begegnen sich in
Aquanus. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen. Sieh was? Ich schmette mal die Psychokinesin Aquanus. Anus XD, ganz recht. Oh, Volltreffer. Ich glaube, Simsela hat Psychstrahl. Oh nein. Oh nein, 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 oh nein. Ein sehr rasanter Kampf. So. Was passiert jetzt? Oh nein. Okay, Treffer. Oh, noch ein Treffer. Pokémon, bei denen, wenn sie die Silben einfach nur vertauschen, ein super seltsamer Name rauskommen würde, da packen sie einfach die, Us-Silbe ans Ende immerhin. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Komm schon, Psychokinese. Psychokinese. Yes! Aquanus ist besiegt! Noch ein Pokémon. Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Snobilica. Katznobili. Der aktuelle Stand ist... Okay. Katznobili? Nein! Ich wollte sagen, Katznobili kann nichts gegen Onix machen. Da habe ich gesehen, dass ich Onix gar nicht dabei habe. Wir müssen auf jeden Fall Kadabra rauswechseln. Gefühlt hat der Gegner einfach direkt am Anfang aufgegeben. Ich meine... Oh nein, sein Stubilik hat kein Oh nein, Schlitt... Oh, das ist Volltreffer. Katznobili landet quasi nur Volltreffer mit Schlitzer. Versuchen wir Eisstrahl. Nein. Dieses Katznobili ist ein Problem. Auf Volltreffer. Yeah, so fühlt sich das an, Katznobili. Nicht schön, oder? Fühlt sich nicht schön an, wenn man einfach mit Volltreffern geröstet wird. Und ein Continue für mich. Dann fehlt jetzt noch der Erdorden. Ich glaube, ich starte mit Onix. Wir brauchen Lapras. Was dann noch? Onix, Lapras und... Kokowai hat viele Schwächen hier. Roxana? Wir nehmen Kadabra noch dazu. Los geht's. Es ist soweit, das Finale. In Kürze dürfen wir einen glorreichen neuen Champion feiern. Blitzer? Yes! Los geht's! Sie begeben sich in Kampfposition. Sandwirbel! Sandwirbel! Stell dich vor, ihr habt Pokémon auf Level 100, es kann Sandwirbel. Erdbeben! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! Oha! Sie schenken sich wirklich nichts! Okay. Damit ist von dem Blitzer bereits eine Menge überstanden. Man kann es spüren. Wie kommt denn das? Uch, leider daneben. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Die Erde bebt wirklich bei diesem Wettkampf. Ich liebe es, dass dieses Blitzer nichts anderes als Sandwirbel kann, aber der Typ weigert sich auch, es auszuwechseln.
Oh, sehr schön. Ich muss aber Onix jetzt auswechseln, denn das wird niemand mehr treffen. Wenn man da einen Angriff davon entfernt ist, zu sterben, sollte man nicht weiter in Sandwirbel spammen. Muschla. Musla. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ich hoffe, dass Kadabra nicht zu viel... Ah, fuck, das ist Psycho. Kadabra gibt gar keinen Sinn. Kadabra gibt gar keinen Sinn. Oh nein. Das war schlecht. Ah, oh, das war so schlecht. Ja, ein Treffer. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Lapras. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Schick mir lieber Lapras rein. Pokémon Karussell. Das Pokémon Karussell. Ich habe nichts gegen dieses dumme Lamus auf der Hand. Versuchen wir Gesang. Ist Psycho nicht effektiv auf Psycho gewesen damals? Ich weiß gar nicht. War es das? Oh, natürlich ein Volltreffer. Nein? Okay. Das ist Gesang. Und das ist eingeschlafen. Wie wird sich das Nickerchen auswirken? Ich versuche einfach Eistrahl zu spammen. Es ist aufgewacht. Nach einer Runde! Nicht mal eine Runde, komm schon! Ich denke, ich mache einfach Gesang und Eisstrahl. Oh Gott, ist der Psychokinese. Ein guter Treffer. Komm schon. Triff nochmal. Yes! Es ist wieder eingeschlafen. Der Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Oh Gott. Oh, ich hab nichts gegen dieses Lamus. Oh, yes! Volltreffer mit Eisstrahl! Die Erde bebt. Oh mein Gott! Wie kann ich die ganze Zeit aufwachen? Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Der Angriff war nicht gerade effektiv. Oh mein Gott, und Lapras ist ein... Wisst ihr, wie angepisst mein Gegner gerade ist? Dass Lapras einfach nullmal sich nicht bewegen kann, weil es paralysiert ist. So was passiert sonst eigentlich nur mir. Aber ich habe gerade so viel Glück mit der Paralyse. Es ist ungeheuerlich. Es ist vollständig paralysiert. Ich meine, irgendwann muss es passieren. Ja, ist okay. Kadabra ist schneller als Musla. Das heißt, ich werde gleich Kadabra reinschicken, wenn Lapras stirbt. Und dann, dann machen wir das. Dann bringen wir das zu Ende. Es geht doch. Welches Pokémon wird nun kämpfen? Und dann hätte ich noch ein voll aufgeheiltes Onix gegen das letzte Pokémon. Was gut ist. Aber ja, dieses Lamus, das hätte gefährlich werden können. Ich weiß, es hat ein Popo für mich, das war jetzt nicht ungefährlich. Warum kann Kadabra Schaufler? Warum sollte man mit Kadabra jemals Schaufler einsetzen?
Das ist so ein random Angriff. Es hat sich Wacker geschlagen. Es hat einen Löffel. Okay, damit kann man ziemlich gut schaufeln, das stimmt. Okay, das sehe ich. Ringfrei für Aero Dactyl. Dactyl Aero. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Versuchen wir einfach, Dactyl Aero mit einer Psychokinese zu besiegen. Es steigt in den Himmel empor. Das ist nicht gut. Aerodactyl ist schneller als ich. Es wird jetzt Fliegen einsetzen, das heißt, ich wechsle einfach zu Onix. Oh, ein Pokémon-Wechsel steht an. Deflektor wäre gut gewesen. Yeah, aber ist auch nicht wirklich nötig, weil ich habe große Zweifel daran, dass Aerodactyl irgendwas Effektives gegen Onix hat. Ich meine, es hat vielleicht Erdbeben. Aber ich glaube nicht, dass das Erdbeben viel Schaden machen wird. Steinhagel. Es steigert seine Ausweichkraft. Warum? Ein kraftvoller Angriff. Perfekter Treffer. Oh mein Gott, Onix, was für ein Treffer. Was? Über die Hälfte? Ich dachte, ich werde 5 Steinhage oder sowas brauchen. Onix ist einfach. Ist einfach ein Top-Tier-Pokémon in Generation 1, wie es aussieht. Fluchtwert nimmt zu. Bisschen nervig, aber okay. Vorsicht, Steinhagel! Vorsicht, Steinhagel! Steinhagel. Es konzentriert sich voll auf seinen Status. Wenn es wenigstens noch was anderes machen würde. Wie kommt denn das? Genau auf die Schwachstelle. Oh, ich werde Finale nicht gegen Gesteins-Pokémon einsetzen. Gratulation! Wir haben einen neuen Champion! Wir haben einen neuen Champion. Stalos ist super cool, ab Generation 4 oder 5. Davor war es ein bisschen shit. Oh, yes. Yeah, die Hyperball-Trophäe. Was für ein Sieg! Der Baby-Bubi-Cup war fordernder. Oh, ich meine, sieht man mein Team gar nicht mehr? Oh, das war ein langweiliger Abschluss. Aber gut! Ich würde sagen, ich bin erstmal fertig für heute. Wir haben ein paar Abenteuer erlebt. Ein paar auf Pokémon basierende Abenteuer. Vielleicht werden wir demnächst, nächste Woche oder so mal nochmal Pokémon Stadium 2 streamen. Denn an sich fehlt mir davon natürlich auch Gameplay.